Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Pro Evolution Soccer Torwartkarriere hier bei FEST 2018. Es sind die letzten Tage, bald kommt FEST 2019, ihr seht es, ich spiele schon wieder an der Playstation und genau für das habe ich auch Pro Evolution Soccer 2019 vorbestellt. Aber bis dahin gibt es natürlich noch Torwartkarriere hier bei PES 18. Wir sind ja auch noch nicht immer am Ziel, denn wir sind ja gerade erst im Halbfinale der Champions League und da würde ich sagen, jetzt starten wir gar nicht so lange, sondern gehen direkt rein ins Spiel und schauen mal, was passiert. So, wir haben erstmal das Spiel, ich weiß gar nicht gegen wen, gegen CD Teneriffa oder irgendwie sowas in der Art, oder Teneriffa, und wir gewinnen 1:0 und wir schauen gleich mal, Atletico gewinnt leider auch 2:0 und somit bleiben wir Tabellenzweiter mit 3 Punkten Rückstand zu Atletico Madrid, aber haben auch schon 11 Punkte Vorsprung auf FC Barcelona. Das sind unsere nächsten Gegner, da schauen wir gleich mal, wie wir uns gegen die schlagen. So, der FC Barcelona wartet. Wir überspringen wieder das Spiel. Ich habe es euch beim letzten Mal erklärt. Wer es nicht weiß, der kann mal oben auf das i klicken. Der weiß dann, im letzten Video habe ich es nämlich genau erklärt, wie ich das jetzt handhabe. Und wir gewinnen 1:0. Atletico de Madrid leider auch. Und somit sind wir immer noch 3 Punkte hinter Madrid. Aber jetzt schon 14 Punkte vor dem FC Barcelona. Also Zweiter werden wir auf jeden Fall. Also Vize kann uns schon fast keiner mehr nehmen. Und jetzt geht es aber, ich habe schon im Kalender gesehen, in der Champions League ran. Im Halbfinale wisst ihr noch, gegen wen es geht? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Es geht gegen Zenit St. Petersburg. Real Madrid CF spielt im Halbfinale. UEFA Champions League Real Madrid CF und FK Zenit St. Petersburg haben es beide ins Halbfinale geschafft. Jetzt geht es um einen Platz im Finale. Wem wird das Glück heute hold sein? Ich hoffe natürlich uns. Rein ins Spiel. Wir haben ein Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg und dann freue ich mich jetzt auf das Halbfinale der Champions League und ich hoffe, dass ihr mich unterstützt. Mit dem Daumen, mit dem Abo, ihr wisst schon, was ich meine. Aber jetzt heißt es erstmal Daumen drücken, dass wir überhaupt ja, ins Finale kommen. Rein geht es ins Spiel gegen Zenit St. Petersburg. Die Spieler kommen rein und ihr seht schon, ich habe Headset auf, damit ich was höre. Hier ist mein Mikro, upsala, das werdet ihr uns alle gehört haben. Und los geht es. Wir sind im Halbfinale der Champions League und können hier gleich erstmal den Ball anfordern, damit wir das Spiel hier breit aufbauen. Und Zenit St. Petersburg klingt jetzt nicht nach einem ultra starken Gegner, aber auch St. Petersburg muss geschlagen werden. Wir kommen über außen. Der Ball ist auf den Außen. Kann die Flanke kommen? Da kommt die. Es war keine Flanke, es war eher ein Schuss. Zenit kommt auch über außen. Der Ball durch den Strafraum. Wir kriegen den Ball zugespielt. Spielen ihn gleich auf die Außen. Kein Problem hier für unseren Spielaufbau. Also Zenit war jetzt auch schon mal im Strafraum. Hat nicht den Abschluss gesucht oder konnte ihn nicht suchen. Von daher, ja, immer noch 0:0 nach 20 Minuten im Halbfinale. Hinspiel der Champions League. Ronaldo auf den Außen, kann flanken. Da kommt der Kopfball, da steht es dann 1:0. 1:0 durch. Ich glaube, es ist Marco Asensio. Es ist auch Marco Asensio. Ja, das ist super. Wir führen mit 1:0 durch Marco Asensio. Wir schauen uns gleich den Treffer an. Hier, nochmal. Da haben wir eigentlich schon den Ball verloren, aber gut nachgesetzt. Ronaldo hier wieder stark nachgesetzt. Und dann macht er es ganz eiskalt und Marco Asensio mit dem Kopf zum 1:0. Sauber. Hier nochmal in der Perspektive, die ein bisschen näher dran ist. So, wunderschöner Kopfball. Keine Chance für den Keeper. Asensio, der fliegt da durch die Luft. Stark. Wir kommen über außen. Luka Modric kann jetzt den Ball nach hinten passen. Da kommt der Schuss und das ist eine Parade vom Keeper von Zenit St. Petersburg. Ich weiß gar nicht, wer im Tor steht, aber es war schon mal eine ordentliche Parade, würde ich sagen. Der Ball kommt in den Sturm. Ostranov und der ist drin. Lange Eck. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Nee, Schatov ist das nur. Nicht Ostranov, sondern Schatov. Okay, es steht 1:1. Oh, oh, oh. Hier schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze passiert ist. Da kommt der lange Ball und dann kann er sich die lange Ecke und die kurze Ecke aussuchen. Was sollen wir machen? Wir können nur eine dichtstellen. Wären wir ins lange Eck gegangen, hätte er ins kurze Eck geschossen. So sieht es eben aus. Hier dieser wunderschöne Pass, den kann er wunderbar mitnehmen und dann keine Chance für uns zum Parieren.
Modric über außen. Modric. Ich denke, es ist Modric. Jetzt die Flanke in die Mitte. Nochmal der Ball. Und dann ist das zu klein-klein da gespielt. Mit Brust angenommen, mit dem Kopfball weiterspielen. Aber egal. Es steht 1:1. Den Vorteil hat jetzt gerade im Moment Zenit St. Petersburg. Also es heißt, wir sollten gewinnen. Solange die ein Auswärtstor haben, und das haben sie jetzt eben, müssen wir eigentlich gewinnen, um den Vorteil ein bisschen wettzumachen. Zweite Halbzeit startet im Halbfinal. Hinspiel gegen Zenit St. Petersburg und es steht 1:1. Wer die erste Halbzeit nicht gesehen hat, weiß jetzt Bescheid oder spult zurück. So, und wir sind im Strafraum. Wir sind vor dem Strafraum. Das müsste Eckball geben. Das dürfte Eckball geben oder doch Abstoß. Es gibt Abstoß. Ich weiß nicht. 63. Minute. Wir sind vorne im Strafraum. Modric hat den Ball. Modric kann schießen, wollte einen Außenrissschuss ansetzen, aber der wurde geblockt und wir behalten hier den Ball. Schön gemacht. Jetzt Ronaldo. Der Schuss wird auch geblockt. Der nächste Schuss, der rutscht weg. Was ist hier los? Was machen die Hintermänner von Zenit St. Petersburg? Machen sie nochmal einen Fehler? Ich glaube nicht. Das war es leider mit der Chance. In der 77. Minute gibt es Freistoß. Der kann jetzt lang geschlagen werden. Macht Bale aber nicht. Er spielt ihn kurz. Jetzt haben wir aber da ein bisschen Freiheiten und das ist Shatov. Der Typ, der zum 1:1 getroffen hat, der kann uns hier auch den Ball abnehmen. Und ja, 80. Minute, das heißt auch 10 Minuten zu spielen. Noch hat Zenit St. Petersburg einen kleinen Vorteil. Wir sind wieder über außen da. Ronaldo auf Modric. Modric jetzt mal Richtung Mitte. Jetzt Ronaldo. Ronaldo kann den Ball dann nicht optimal spielen. Der wird abgeblockt und somit ist dieser Ball weg. Und jetzt ist das Spiel aus. Es geht 1:1 aus und damit hat eben St. Petersburg einen leichten Vorteil. RB Leipzig schlägt Paris Saint-Germain mit 2:0. Also sehen wir vielleicht ein deutsches Team im Finale? Meine Güte, das ist eine gute Ausgangslage, denn Paris Saint-Germain hat kein Auswärtstor geschossen. Und wir haben 1:1 gegen Zenit St. Petersburg gespielt. Leute, das muss besser werden. Mannschaft des Monats April. Und wer steht da im Tor? Wir stehen im Tor, auch in der Mannschaft des Monats für April. Micha Fox steht im Tor, der einzige Realspieler, der es geschafft hat. Das nächste Ligaspiel steht vor der Tür. Wir überspringen natürlich und es geht wie folgt aus. Wir gewinnen 2:0. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass Atletico Madrid verliert. Nein, sie gewinnen auch 2:0. Aber Barcelona verliert, also der Vorsprung zu Barcelona wächst und wächst, denn es ist jetzt schon Valencia Dritter. Aber wir hinken ein bisschen hinterher, was Atletico Madrid angeht, denn die haben immer noch 3 Punkte Vorsprung und es ist der 36. Spieltag. Bei 20 Vereinen bleiben also nur noch 2 Spieltage, um Atletico Madrid einzuholen. Sonst sind wir einfach Vize. Also es bleibt spannend. In der Liga sind es nur noch 2 Spiele, um Atletico Madrid einzuholen. Und in der Champions League haben wir nur 1:1 gespielt. Das heißt, wir müssen jetzt gewinnen. Und da haben wir doch gerade eine Nachricht gesehen. Wer wird das Finale erreichen? UEFA Champions League. Die Rückspiele des Halbfinals stehen bevor und es geht um den Einzug ins Finale. Wer hat das Zeug dazu, diese größte aller Bühnen zu erreichen? Real Madrid oder Zenit St. Petersburg? Und ich hoffe einfach, dass da am Schluss Real Madrid gegen RB Leipzig steht. Und dann würde ich sagen, jetzt rein ins Spiel gegen Zenit, das Rückspiel. Wie gesagt, Däumchen da lassen und drücken. Das ist jetzt optimal. Da sind die Mannschaften wieder. Und ja, was passiert? Was passiert in diesem Rückspiel? Wir müssen ein Tor schießen, denn sonst sind wir automatisch raus. Mit dem 0:0 ist nämlich St. Petersburg weiter. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erzählt, welchen Vorteil es da gibt, wenn man ein Auswärtstor geschossen hat. Ihr wisst das ja auch alle, ihr kennt ja Fußball. Auf jeden Fall, mit dem 0:0 wären wir raus. 1:1, Elfmeterschießen, 2:2 wären wir weiter. Wenn wir gewinnen, sind wir sowieso weiter. Wenn St. Petersburg gewinnt, ist St. Petersburg weiter. So ist die Ausgangslage. Wir sind vorm Strafraum. Wir sind vorm Strafraum. Abgeblockter Schuss. Es gibt Eckball. Eckball Nummer 1 hier im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse der Champions League. Die kommt jetzt genau reingetreten. Da, ich weiß gar nicht, wer da steht. Wahrscheinlich Toni Kroos. Ja, Toni Kroos wird den Ball reintreten. Jetzt der Kopfball und das ist nicht das 1:0. Schade, aber wir haben noch mal die Chance. Und das ist wieder Eckball. Asensio mit der Doppelchance. Der Mann, der uns auch unser Heimtor geschossen hat. Hier sehen wir es nochmal. Kopfball, wunderbar pariert. Und dann kommt Asensio, setzt sich da durch. Ah, wird leider nicht mehr gezeigt. Egal, Toni Kroos, jetzt mit der nächsten Ecke. Jetzt kommt sie reingetreten. Toni Kroos. Und das ist diesmal niemand, außer es würde Eckball geben. Aber nein,
Smolennikov passt auf und Mamana passt auch auf. Da fällt mir nur eins ein. Mana. Nein, alles gut. Wir sind wieder da, über außen. Über außen haben wir jetzt den Ball. Marcel, und die spielen sich den Ball da klein zu und dann noch nicht mal perfekt. Was ist da los? Eieieiei. St. Petersburg über außen, das ist unser Ball. Wir sind vor dem Spieler da. Das Stadion schreit auf, will dann Elfmeter haben. Nix da, wir hatten den Ball in der Hand. Eindeutig Ball gespielt. Jetzt nochmal über außen. Jetzt kann der Ball reingebracht werden. Da kommt die Flanke und da kommt nicht der Schuss. Aber da ist die freie Bahn und boah, was für eine Parade. Was für eine Parade. Da war die freie Bahn zum 1:0. 35 Minuten gespielt, immer noch 0:0. Wie gesagt, Stand jetzt wären wir raus. Wir kommen über außen. Der Ball in den Strafraum. Der Ball ist im Strafraum. Ronaldo. Ronaldo kann ihn reinzirkeln zum 1:0. Das richtige Auswärtstor ist vollbracht. Es steht 1:0 durch die Nummer 7, durch CR7, durch Cristiano Ronaldo. Dankeschön. Und hier sehen wir es nochmal. Hier über außen kamen wir rein. Dann hat Ronaldo den Ball. Kann alle da kalt stehen lassen und zirkelt ihn dann ins lange Eck. Wunderschön gemacht. 1:0. Und das noch vor der Halbzeit. Und das ist nämlich jetzt auch Halbzeit. 1:0. Wir gehen mit 1:0 Führung in die Halbzeit. Auswärtstor ist geglückt, wenn wir jetzt 2:0 spielen. Das heißt, wir sind jetzt momentan weiter. St. Petersburg über außen, über Driossi. Driossi mit dem Ball in die Mitte. Und das ist der Kopfball und den können wir parieren. Wichtige Parade in der 55. Minute. Aber die Chance lebt noch für St. Petersburg. Die Chance lebt noch. Jetzt hat da Marcelo endlich mal was gegen. Und das Ding ist erstmal für uns geklärt. Der lange Ball in den Sturm. Tosic hat den Ball. Tosic kann erstmal gestoppt werden. Aber es gibt Einwurf aus einer sehr guten Position. Das heißt erstmal, den müssen wir verteidigen. Wie gesagt, mit dem 1:1 geht es hier in die Verlängerung und nachher ins Elfmeterschießen. Aber jetzt erstmal der Ball, den haben wir locker. Was sollte das denn? St. Petersburg kommt wieder über außen. Da der lange Ball in den Strafraum. Das ist der Kopfball und wir kommen nicht dran. Wir kommen nicht dran. Da sehen wir nicht ganz gut aus. Oh. Wir schauen nochmal in der Wiederholung nach. Den Ball habe ich völlig falsch eingeschätzt. Ei. Und da sehen wir nochmal den Ball. Jetzt schaue ich mal ganz genau drauf. Nee, ich sehe jetzt schon, dass wir verkehrt stehen. Da kommt der lange Ball. Nee, da stehen wir ganz und gar nicht gut. Ei. Ach du meine Güte, warum habe ich gedacht, dass da kein St. Petersburg-Spieler rankommt. Och, nee. Ach du meine Güte. Halbfinale, Rückspiel und der, ja, fast der größte Patzer, den wir uns geliefert haben in den letzten Jahren. Also bei Bayern hatten wir schon mal einen kleinen Patzer, aber so einen dicken Bock. Also da habe ich echt für einen kurzen Moment gepennt. Ach du meine Güte. Wie gesagt, 1:1 ist das, ist die Verlängerung, aber das hätte man auch verwandeln können. Das hätte man verwandeln können. Toni Kroos jetzt nochmal in die Mitte. Und das ist nicht das Tor. Was für ein Keeper. Eieieiei. Ich bin immer noch am Hadern mit uns, dass wir nicht so eine Parade gezeigt haben. Aber ja, der steht richtig. Boah. Eckball. 81. Minute. Mal gucken, ob wir darüber irgendwas hinkriegen. Jetzt der Ball, der kommt rein. Kopfball, der kommt nicht durch. Aber wir haben den Ball. Wir haben den Ball aus einer guten Position. Und Ronaldo, was? Und jetzt, na, warum gehst du da nicht hin? Ah! Jetzt der Ball in den Sturm. Und das ist wieder eine Parade. Das darf doch nicht wahr sein. Wir patzen und kommen deswegen in die Verlängerung. Oder... Da kommt sogar noch was. Da kommt vielleicht sogar noch was. Schnell zurück. St. Petersburg hat nochmal die Chance. St. Petersburg hat die Chance. Jetzt gibt es auch noch Freistoß. Ach du meine Güte. Jetzt gibt es auch noch Freistoß, Leute. Ist das Spiel jetzt hier aus? St. Petersburg hat die Chance.
in der dritten Minute der Nachspielzeit. Den Ball reinzufangen und der ist neben den Kasten, das heißt Verlängerung. Boah. Verlängerung steht an. Es steht 1:1 durch einen riesen Patzer von uns. Aber am Schluss hat unser Sturm auch gepatzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und unsere Stürmer, naja. Also unsere Stürmer haben gepatzt und der Torhüter, der hat richtig gut gehalten. Aber St. Petersburg wieder mit einem Freistoß. Zwar von weit weg, aber die können den Ball ziemlich lang nach vorne spielen und können sich dadurch die Räume schaffen. Das müssen wir irgendwie verteidigen. Verteidigt das schön ordentlich, nicht den Ball hergeben. Und ich habe es gerade noch gesagt, nicht den Ball hergeben. Da kommen sie schon wieder. Da kommen sie und wir kriegen den Ball überhaupt nicht mehr. Was ist los? Jetzt Toni Groß mal. Dankeschön. Und jetzt den Ball in den Lauf. Und lauf. Du musst doch schneller sein. Komm schon. Ihr müsst doch irgendwas hinkriegen. Jetzt über außen. Der Ball in die Mitte. Das ist Ronaldo. Das ist der Keeper. Was ist da denn los? Nochmal Eckball in der 102. Minute, also in der Verlängerung, in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Jetzt der Ball rein. Das ist das Tor. Das ist das Tor und das dürfte das Finale sein. Denn jetzt braucht St. Petersburg zwei Tore und wir werden nicht nochmal zweimal patzen. Wir werden gar nicht mehr patzen. Danke, Ronaldo. Ronaldo macht das 2:0. Heute schon zwei Tore geschossen. Dankeschön. Meine Güte, hier sehen wir es nochmal. Zack und dann ein bisschen Glück mit Ping-Pong. Also Keeper hält. Dann an den Rücken des Spielers. Hier sehen wir es gleich nochmal. Und dann rein. Hier kommt der Schuss. Den hält der Keeper. Ah nee, der hält ihn gar nicht. Der Fuß war schon vorher dran. Unhaltbar dann für den Keeper. Oh, den hätte der Keeper sonst gehabt. Meine Güte. 104. Minute. Das heißt, die Nachspielzeit ist jetzt gleich vorbei. Also Elfmeterschießen wird es nicht mehr geben, Leute. Erste Halbzeit ist vorbei. Rein in die nächste Viertelstunde. Und ich bin mal gespannt, was da abgeht. Also, St. Petersburg braucht zwei Tore, das heißt, sie müssen alles nach vorne werfen. Vielleicht schießen wir das ein oder andere Tor noch. Also, 15 Minuten und ich fühle mich eigentlich schon fast im Finale. Aber nicht den Abend zu früh loben oder nicht den Tag vor dem Abend loben, so heißt es richtig rum. FC Bayern ist in den letzten zwei Minuten auch nochmal gegen Manchester United, ja, ausgeschieden, wollte ich schon sagen. Neben Finale haben sie den Henkelpott nicht mehr bekommen. Marcelo, jetzt nach vorne, Ronaldo, das war kein Foul, steh auf. Jetzt sind es nur 4 Minuten zu spielen, 3 Minuten, kommen wir zählen die Zeit runter. 2 Minuten. 1 Minute, wir zählen die Zeit so gnadenlos runter. Das war die letzte Minute, da ist nochmal Driossi und wir patzen doch nochmal. Warum macht der Keeper nichts? Ich drücke hier, Analogstick zum Springen. Warum macht der nichts? Was ist jetzt los? Controller ist an, der funktioniert. Da sehen wir es. Und da wollte ich springen. Ich wollte ihm den Ball von den Füßen wegnehmen. Und er macht gar nichts. Ah. Das Spiel kannst du vergessen. Also nicht Revolution Soccer, sondern das Spiel hier gegen Zenit St. Petersburg. Aber wir stehen Gott sei Dank im Finale. Dank Cristiano Ronaldo und seinen zwei Toren. Natürlich auch das Tor von... Wer war es vorhin noch? Asensio, der im ersten Spiel getroffen hat. Aber dieses Spiel, beim ersten Spiel stand ich sowas von verkehrt. Beim ersten Tor stand ich sowas von verkehrt. Beim zweiten Tor wollte der nicht, was ich wollte. Schade. Also, aber wir sind weiter. 3:3 nach Verlängerung. RB Leipzig scheidet sogar noch aus gegen Paris Saint-Germain. Das wird ein richtig geniales Finale. Wir gegen unseren Ex-Club oder Ex-Ex-Club, mit dem wir die Champions League gewonnen haben. Können wir mit Real Madrid unseren Club, mit dem wir als allererstes die Champions League gewonnen haben, besiegen? Das seht ihr im nächsten Part. Ihr könnt jetzt noch abonnieren. Der Abo-Knopf ungefähr da. Da noch zwei Videos. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye.